Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, ein bisschen was ist passiert. Ich habe die Deluxe-Sachen auf meinem anderen Spielstand freigeschaltet und demnach, weil selbe PlayStation, nur anderer Benutzer, habe ich jetzt zwar nicht die drei Fähigkeitspunkte hier, aber ich habe ein paar von den anderen Gegenständen, zum Beispiel diese hübsche Montur, das hübsche neue Schwert, das auch tatsächlich qualitativ besser ist und ein bisschen mehr Schaden macht. Ich habe ein anderes Reittier. Nämlich dieses Pferd. Und war da noch was bei? Na, ich glaube nicht. Ich hätte auch Altairs oder Ezios Montur nehmen können, aber ganz ehrlich, nein, das macht das Setting doch wirklich etwas kaputt. Gut, dann lasst uns mal gucken, wo wir weiter starten können, was wir weiter tun können. Und zwar habe ich hier unten noch eine Quest, die Heilerin. Nebenquest Stufe 3. Ich habe hier noch eine Quest, Eisenschmieden. Und ich habe hier noch eine Versteck. Ja. Ja, ich glaube, dann beschäftige ich mich mal mit der Heilerin. Wo ist das Ding? Da hinten. Alles klar. Und wenn ich mein Reittier schon dabei habe, dann kann ich das auch mal benutzen. Wofür ist der müde Gaul denn sonst da? Oh, neuer Ort entdeckt. Halmerpunkt. Tja, und das war's dann auch schon wieder mit Reiten. Sag ich doch. Was ich wohl machen kann, ist tauchen gehen. Hey, ich will tauchen. Natürlich so. Hier. Geht hier unten Scheiß rum? Das ist halt das Wichtigste. Schätze sammeln, Zeug aufsammeln. Hier ist nichts. Hier jetzt soweit auch nichts. Oh Gott, ist das duster. Nichts da. Okay. Ist wohl nicht so viel los. Hier auf dem See in der Oase. Hier gehen nicht so viele Sachen verloren. Oder doch? Oh, doch, da sehe ich. Boah, jede Menge Kram. Jede Menge Shit. Okay, ja. Ich sollte auftauchen. Okidoki. Dann gucke ich mir den ganzen Shit nochmal an und nochmal runter. Und dann. Jawohl, einmal plündern. Und nochmal plündern. Und weiter geht's. Den ganzen Shit alles mitnehmen. 5 Münzen. Ja, du darfst schon dich so bewegen, wie ich das brauche. Hier war doch eben noch viel mehr, oder nicht? Da vertue ich mich da jetzt. Na, da hinten ist noch was. Hier ist noch Kram. So. Ja, nehme ich mit. Ja, nehme ich mit. Ja, nehme ich mit. Aber bevor ich weitermache, tauche ich auf. Autsch! Was für ein Penner. Oh, warte, da war noch was. Oh,
so, da komme ich noch hier vorne ran oder was? Ach du Scheiße. Okay. Das ist nicht nett. Ja, da will ich ran. So, was haben wir hier? Oh, ist ja jede Menge Zeug. Oh, was ist das denn? Okay, eine Truhe. Hier ist noch ein netter Kram oder ist das nur das Licht? Ja, das war nur das Licht. Okay, der kann schon unnatürlich lange die Luft anhalten. Oh, whammy, oh, whammy. Wie soll ich denn da noch weiter runterkommen? Kann mir das mal einer verraten? Is there anywhere a secret? Oh, da ist noch eine Kiste. Die will ich natürlich haben. Okay, Kugelschild. Hier ist noch Stuff. Oh mein Gott. So viel Zeug zu plündern. Ort beendet. Nice. So, jetzt will ich aber wieder hier raus. Oder? Guckt. Ach, da ist doch noch irgendwas. Okay, ich sehe dich. Wo bist du? Hier irgendwo. Da. So. Und da ist schon wieder das Schiff. Alter. Was soll wohl den Arsch offen? So. Zeug könnte ich übrigens auch noch gebrauchen, hier von den Tieren. Die laufen jetzt natürlich erstmal in alle Himmelsrichtung. Shit. Warum schimmert das denn so blau? Das ist ja merkwürdig. Ja gut. Erstmal rumquesten. Gibt hier noch irgendwas? Ne. Also irgend so ein halb versunkener Tempel oder Robia. Was das ist. Bayek! Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu wissen! Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes altes Mädchen. Wie du, hä? Bayek! Hepzifer sagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein K gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdürftiges Per Ankh in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Yamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt und stehlen die Waren. Also versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Da war ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bring sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Die Arznei könnte hier überall sein. Senno kann mir helfen. Mhm. Hier nichts.
werden Sachen transportiert. Ne, ich sehe nichts. Ach ja, die Ausrüstungsgegenstände, die ich noch gefunden habe. Hier, die Bronzeaxt zum Beispiel. Oder... noch den Schild und... einen Bogen gefunden. Oh ja. Ist sogar ein Stückchen besser. Na dann. Ja, damit. Meins. Genau. Da das Pferd, das die Wüsten-Cobra-Outfit-Geschichte, die ich angelegt habe, und der ganze Rest ist eigentlich noch absoluter Standard. Tja, ich habe keine Ahnung, also... rein theoretisch muss ich das eingesammelt haben, wenn das hier vorne irgendwo ist. Der Gegenstand? Oder muss ich noch mehr finden? Aha. Oh, wow, es war tatsächlich mit hier vorne. Okay. Aha. So, wohin jetzt? Rabia wartet auf die Medizin. Was? Ja, du bist gerade voll vor die Säule gefahren. Das stimmt nicht mit dir. Der Fischer kann seinen Job nicht. So, jetzt lass mal gucken. Wo muss ich denn hin? Gut, Quests, genau. Ja, die will ich verfolgen. So, und jetzt sollte er mir doch eigentlich anzeigen, wo es hingeht oder nicht. Ah, warte. Da. 412 Meter. Dem klaue ich jetzt das Boot. Ja, okay. Oh, yeah. Wuhu! Das geht schon so ein bisschen ab. Sind nicht noch irgendwelche Viecher? Seno. Spielt. Okay. Ich brauche irgendwas mit Leder. Ich muss doch noch Leder sammeln. Ne. Da ist nichts mit Leder. Da hinten ist nur ein Transport. Und zwar Kohle, also Drachmen, da ist Bronze, die transportiert wird. Da ist das altbekannte Problem meines Fernsehers. Und ein bisschen braucht, um wieder anzugehen. Jetzt ist er wieder an. Aber jetzt freue ich mich darauf, wenn wir umgezogen sind und der neue Fernseher ist eingeschaltet, beziehungsweise eingerichtet.
An der Stelle grüße ich übrigens die Jungs und Mädels von Teleperformance, die tatsächlich regelmäßig einschalten. Danke, dass ihr Wacking Gaming und Mr. Zockershock unterstützt. Das ist eine unglaublich coole Sache. Ja, auf euch kann ich zählen. So, hier sind jetzt noch irgendwelche normalen Leute, das ist mir egal. Hinter mir rennt irgendwo eine Wache rum, das ist mir aber auch egal. Was? Was? Wer? Wo? Warum? Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Was? Ach, der da! Alter, was? Und warum war das hier gerade so komisch Ego-Perspektive? Ich meine, das ist auch cool, aber. Weil da ein Zielfernrohr dran ist? Vielleicht weil das ein Special-Bogen ist? Könnte man ja mal checken. Oh, im Inventar hat sich was geändert. Ach ja, ich habe die drei Krüge mit den. Mit dem Zeug. Schleichmodus, Adrenalin beim Töten, Präzision auf Distanz. Steht jetzt nichts irgendwie mit Megapräzision. Was soll denn das? Kann ich das ausschalten? Nee, ich will nicht aufsitzen. Ich will plündern. Lass mich in Ruhe, du Vogel. Was zur Hölle? Ja, ein Kram, den ich looten kann. Ja, natürlich nicht. Ah, Baye. Amun sei gepriesen. Was ist passiert? Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen. Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle, kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte. Es sind Was? Immer dieselben. Sie nennen es Tribut. Eine Steuer für die königliche Armee des Pharao. Wir haben kaum das Nötigste, um den ganzen armen Seelen zu helfen. Aasgeier. Sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Sei vorsichtig, Bayek. Aber klar. So. Hier schleicht man ja so ein bisschen. Dann stelle ich mich mal hier hin. Geh mal in den Modus und guck mal. Wieder eine zwei Wache. Noch ein paar Wachen. Noch ein paar Wachen. Oh, was ist das denn? Hier vorne irgendwo noch einer. Heilt. Aha. Ah, da war noch eine. Okay. Da ist noch einer. Okay, das reicht, glaube ich, erstmal, oder? Hier sehe ich gerade nicht noch mehr. Shit. Perspektivisch gerade blöd gewählt. Hier irgendwo noch einer. Also ich finde es tatsächlich ziemlich genial, mit dem Adler die Gegend auszuspähen. Ich frage mich nur, wie der das an Bayek kommuniziert. Oder sie in dem Fall. Ach, da war doch noch einer. Da. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das ist so wie die Kommunikation zwischen Lassie und dem kleinen Timmy. Das funktioniert nämlich nicht.
Das geschieht dir recht. In der Birne. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja. Irgendwo hier ist verstecktes Papyrus. Oh, da ist ja noch eine Wache. Hey! Hey! Das riecht irgendwas! Du hättest. Okay, der ist tot. Da ist aber einer benachrichtigt worden. Was? Irgendwas! Deine finale Abreibung. Shit. Ich spreng dich! Hey, was? Okay. Da! Reiß dir die Eingeweide raus! Okay, läuft ganz gut. Shit! Okay. Das war doch gar nicht so verkehrt. Den kann ich plündern. Den kann ich plündern. Ich wollte nur die Gegend scannen. Da kann ich noch was plündern. Okay. Was für ein Ding? Nichts zum Plündern. Ah, nee, da will ich noch nicht hin. Okay, Munition ist voll. Ja, der schlägt jetzt Alarm. Was? Shit. Ich konnte ihn nicht spannen. Also ich konnte nicht irgendwie Dauer spannen. Das war echt... Das war scheiße. Das ist echt kacke gelaufen. So, was mit dir, Freundchen? Was bist du für einer? Du bist tot. Ach, da ist was, okay. Hier kann ich sonst nichts? Ja, von mir aus. So, da ist Papyrus, oder? Ja. Ein langer Trunk. Komm und finde mich in Siva am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. Ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen. Sowas wie ein großer Brunnen. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Halt die Klappe. Wer auch immer spricht da. Keine Ahnung, was da los ist. Ich sehe hier gerade niemanden. Es kann doch sein, dass ich einfach mega blind bin. Und ach, der Typ da am Boden. Ja, ich kann dich nicht verstehen. Du sprichst eine Sprache, die ich nicht verstehen kann. Das ist meine kleine Legend of Zelda-Referenz gewesen. Bayek! Hattest du Erfolg? Aber Siggi. Der Tempel gehört jetzt dir. Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ah, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek.
Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. Yeah. So, Level up, Level up, Level up, Level up, Level up. Oh, das ist interessant. Was habe ich jetzt bekommen? Ausrüstung, Bogen. Na. Ah, 7 Punkte. Verdammt. Das ist mein Abzeichen. Das ist das Spielzeug. Was habe ich denn sonst gekriegt? Das ist der Text, langer Trunk. Und das sind die Produkte. Das ist die Halskette. Das ist 80 Drachmen wert. Ein Katzenamulett. Ist 80 Drachmen wert. Das ist doch nice. Sonst irgendwas? Ne? Da könnte ich mich auch langsam mal drum kümmern, dass ich endlich mal irgendwie Sachen sammle. Aber ich glaube, das mache ich eher offline. Oder halt offscreen vielmehr. Ja gut, okay. Dann hätten wir der Heilerin einmal geholfen, den Tempel leer zu räumen. Ist natürlich schon ein bisschen herb, da direkt hinzugehen und einfach mal irgendwelche königlichen Wachen wegzuschnetzeln. Aber wenn ich das eh nicht so mit dem Pharao hab, dann... Who cares? Fuck you. Okay, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like und wenn ihr Bock habt, auch einen Kommentar. An der Stelle könnt ihr auch gerne den Kanal Wacken Gaming abonnieren. Das tut überhaupt nicht weh, kostet gar nichts. Nur einen müden Klick sozusagen. Na gut, an der Stelle wünsche ich euch dann noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und gehabt euch wohl. Bis dahin. Tschö, tschö.